All good things are three. Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Spectrops. Diesmal wieder mit einem Co-Kommentator, dem lieben Quizzet. Und jetzt bitte wieder zumachen. Danke. Und jetzt sag mal was. Test. Eins, zwei. Test. Ja, also dann zu meiner Vorschau für diesen Part. Und zwar, erstmal habe ich mir die, okay, das kann ich hier nicht sehen. Genau. Comfset Wallen kann jetzt nämlich einen schönen neuen Anzug anlegen. Und zwar den Corona-Anzug Level 5. Dieser Anzug erhöht deine Gesundheit um 200. Und außerdem... eingebaute Corona eingeschafft. Oh, sieht das nicht geil aus? Ich habe mir den Anzug auf Colin gekauft und jetzt bin ich rot. Rot wie Blut. Und für die, die im letzten Part noch nicht dabei waren, so wie den lieben Co-Kommentator, will ich gleich nochmal erklären, dass dieser Anzug uns vor der Aurora schützen soll. Ich weiß das. Ja. Ich weiß das. Ja. Ich weiß, dass du es wissen kannst, aber ich weiß nicht, dass du es wissen tust. Jetzt schon dreimal durchgegangen sind diese... Nein. Sag das doch nicht vor den Zuschauern. Und zwar stelle ich jetzt auch erstmal meine Spectrops um, denn wie ihr vielleicht wisst, sind Spectrops sehr anfällig für diese Aurora-Schaden-Tilens. Und leider haben sie keine Anzüge. Das heißt, ich werde mit Corona-Spectrops kämpfen müssen, damit ich überhaupt eine Chance habe. Denn die haben ja schon die eingebauten Corona-Eigenschaften. Oh. Ich lock die mal weg hier. Blup. Oh, es hat nicht funktioniert. Was soll ich denn da tun? Jing. Tot. Fürchtet meine Corona-Eigenschaften. Boom, boom, boom. Ja, wenigstens bin ich noch grün im Kämpfen. Und mir fällt gerade auf, dass du schon wieder angefangen hast zu rauschen, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, eigentlich schon, aber egal. Ah, daran liegt's. Das ist natürlich super, wenn du sowas auch noch anmachst, obwohl du weißt, dass es zu Rauschen führt. Oh. Muss das sein? Ah. Naja, hier sind wir jedenfalls vor dem Eingang zu den Tafelbergen, wo wir hoffentlich nichts allzu viel Schaden durch die Corona erleiden werden. Oder vielleicht doch. Lappe die erste. Duck, duck. Wenn du nur vorhast, irgendwelche undefinierbaren Geräusche und Musik abzuspielen, dann kannst du auch gleich aufhören. Oh, die Aurora. Tötet. Ah, da seht ihr. Sie scheint runter. Ein Tornado. Jupp. Es ist... ja, da ist ein Tornado, aber den können die anderen noch nicht sehen, weil er auf dem oberen Bildschirm ist. Spoiler. Ja. Wie ihr seht, im Moment tut uns die Corona zwar noch nichts, weil wir noch nicht unter sie getreten sind, aber sie ist da. Und wenn wir da reingehen,
Dann kriegen wir Schaden und der Vortex kriegt natürlich keinen Schaden. Aber ich mag die Musik, das kann ich euch sagen. Ups, 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 ups. Ich denke auch, dass die Qual hier sehr viel stärker sind. Ah, habt ihr es gesehen? Dieses Blitz. Das war der Aurora-Schaden, den wir bekommen haben. Durch die Aurora. Ja, ist irgendwie klar, dass man Aurora-Schaden durch Aurora bekommt. Aber ich habe hier ein Fossil gefunden und das ist ein Samopod, das brauche ich nicht. Was? Ja, ich habe schon so eins. So, ich muss gerade müssen. Oh, gleich zwei Worte ist es auf einmal. Naja, dann probieren wir mal einen aus. Eine Frage mal kurz. Am Rande rausche ich noch? Nein, du rauschst nicht. Und wie ihr seht, gibt es auch hier sehr viele Corona-Spektrums, denn nur die... Nach. Wie ich immer den... Es ist so besser. Ja, in der Tat. Was hast du getan? Ich habe VLC Media Player beendet. Oh! Der ist noch immer gelaufen. Boah, kapierst du nicht, dass du den nicht laufen haben darfst, wenn du mit mir Part aufnimmst, weil der ein unglaubliches Rauschen erzeugt? Fuck! Wow, sieht ja nicht sehr gut aus für uns praktisch. Das Ding macht ziemlich viel Schaden, habe ich das Gefühl, während mir eigentlich ziemlich wenig machen. Aber na, wer's kann, der kann's und ich habe immer noch volle Power und so. Was tust du? Ernsthaft, was machst du da im Hintergrund? Da wirklich muss das sein. Ich entkabel gerade. Ja, muss das während der Aufnahme sein? Ja, weil ich... Warum? Weil ich dann sonst an meinem Stuhl gefesselt bin. Oh. So, jetzt. Naja. Oh nein, ich habe mich vertan. Oh, der Kerl ist so ein Roller. They see me rolling, they hate him. Ha, meine Faust ist schneller als deine Muchacho. The fuck? Entpacken. Ich tue gerne entpacken. Was entpackst du denn Schönes? Ein Spiel, aber es geht nicht. Da fällt mir auf, wir haben gerade 12 Minergie dafür bekommen, dass wir die besiegt haben. Die sind anscheinend wirklich stark. Ich suche ja... Okay, jetzt kann ich ja wieder Werbung machen, ne? Nein. Doch. Nein. Also ich habe das als ein Ja verstanden. Nein. Ich habe also jetzt als ein Ja verstanden. Und es ist jetzt so, Zelda Ocarina of Time LPT ist erstmal auf der Warteschlange. Und dafür starte ich etwas Neues, und zwar Super Mario 64. Und das muss ich jetzt entpacken. Ach ja, warum eigentlich? Weil ich Super Mario 64 nicht mag. Ja, also da hört er es, er mag Super Mario 64, also abonniert ihn alle. Nein. Ja doch, warum nein? Nein? Weil sie dich nicht nur abonnieren sollen, weil du Super Mario 64 magst, sondern auch, weil sie deine Spiele mögen und so. Ja, aber so wie du es gesagt hast, hast du gesagt, dass sie mich dich abonnieren sollen. Warte. Yes! Es ist endlich! Das ist das Fossil, nach dem ich die ganze Zeit gesucht habe. Das ist eins meiner Lieblings-Spectrums. Das hat sich komisch angehört im Zusammenhang, was ich gesagt habe. Du so, ja, endlich! Hä? Warum? Du hast nicht zugehört, was ich gesagt habe, ne? Nein. Ist egal. So.
Wenn ich das jetzt noch auf 80% Energie kriege, bin ich glücklich. Na los. Happiness. Wo ist das restliche Happiness 1%? Over 100%. Ich krieg kein zusätzliches Prozent mehr. Ah, jetzt. Ein Tankropot, was sich zu einem supergeilen Vogel entwickelt. Rom öffnen. Jappe, ich hab einen Vogel. Eingeschnitten ist der beste Weg zur Besserung. Und mit Vogel meine ich einen Haustiervogel. Nein, du hast keinen Vogel. Doch, hab ich. Ich meine das Tier. Einen Vogel hast du ja schon. Im Kopf. Ja. In meinem Kopf habe ich das Tankropot schon erweckt und deswegen habe ich es im Kopf. Den Vogel. Vielleicht finden wir noch ein awesomes Fossil, wer weiß. Ein Nagopot, haben wir so eins schon? Ich glaube ja schon, aber naja, kann ja trotzdem super mal ausgraben. Super Mario 64 öffnet sich nicht. Ja, das ist jetzt wirklich tragisch. Ich bin bestürzt. Ja, Leute, wie ihr sehen könnt, die Aurora wirkt anscheinend nicht im gesamten Berg, sondern nur an den Stellen, wo die Aurora wirklich auch durch die Decke dringt oder so. Super Mario 64. Ach, ist da, ich hab mich an dem vorbeigeschummelt. Frisst das, oh. Leider geht es nicht auf X zu schlagen, wenn man im Nicht-Kampf-Modus ist. Das ist natürlich extrem doof. Warte, schauen wir mal auf den Status. Wie ihr sehen könnt, haben alle nicht Corona-Spectrops erheblichen Schaden genommen durch die Aurora bereits, auch wenn sie nicht im Kampffeld sind. Und das Heilen von Spectrops ist natürlich immer eine scheiß Angelegenheit, weil die Elixiere total viel kosten. Ja. Wie findest du überhaupt Super Mario 64? Also ich finde es eigentlich ziemlich cool. Ich habe bisher nur die DS-Version gespielt, aber... Warte, kann ich hier stehen bleiben und dann... Ha! Lol, ich kann hier stehen bleiben und kriege keinen Aurora-Schaden. Den kriege ich nur, wenn ich mich bewege. Ja, hier, Leute, sind wir jedenfalls auf einem Gebiet, wo wir keine schützende Höhlendecke mehr bei uns haben. Die Aurora liegt völlig frei herum. Das heißt, wenn wir nicht unseren schönen Corona-Anzug hätten, wären wir schon tot. Oh, ein Kubus. Ich habe einen Kubus gefunden. Und ich bin Mario. Ja. Super Mario 64 DS war ja eins, war mein erstes Super Mario Spiel damals. Davor hatte ich nie von denen gehört. Lol. Ja, ich weiß, keine Kindheit und so. Nein, Spaß. Ich hatte schon eine Kindheit, aber die Kindheit war hauptsächlich Handheld. Und nicht Nintendo 64, wie es andere gehabt haben vielleicht. Daher war ich nicht so versiert in diesen Sachen. Du verstehst, was ich meine? Nicht wirklich, aber das muss ich ja nicht. Ah, ja. Warum, was verstehst du nicht? Dass man nur Handheld spielt. Wieso? Wobei, ich hab früher auch viel Handheld gespielt. Ich weiß noch, mein erster Handheld, Game Boy. Meiner war der Game Boy Advance. Oh, ein riesiges Spinnennetz, jawohl. Wo hier wohl Spinnen leben? So, ich sag dir mal, ein bisschen Super Mario. Ich bin eigentlich voll ein Skiller. Okay. Übrigens, Leute, ihr könnt ja auch mal schreiben, was ihr von Quizzle zu haltet und ihn schön fertig machen, damit er nie wieder mitmacht. Nein, Spaß. Aber sagt mal, was ihr von ihm haltet. Von der Art, wie er als Co-Moderator hält, nicht jetzt als LPR. Das könnt ihr ihm auch selber sagen. Nein, ich möchte wissen, wie sie die Videos finden, die auf meinem Kanal kommen. Ja, das können sie ja auch dir selbst sagen. Unter deinen Videos. Nein, auf deinem Kanal unter deinen Videos. Spammt ihn damit voll, dass jeder mich abonnieren soll. Ja. Spammt ihn damit voll. Facebook-Seite, YouTube, alles. Wir haben einen Pi-Kubus ausgegraben. Hey, warte mal, wir haben jetzt einen Pi-Kubus ausgegraben. Weißt du, wie viele Stellen von Pi weißt du auswendig? Oh,
Ich schätze das als gar keine, okay. Bist du schlecht. Jede Münze zählt. Ja, in der Tat. Wenn es 100 Moneten Münzen heißt bei Super Mario 64, dann wird's Fails geben. Ich mach's nämlich 100%. Ist aber in dem Spiel auch nicht so schwer wie in anderen Spielen von Mario. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, hier sind manche Stellen lila, während andere Stellen grün sind. Das ist wohl der Einfluss der Aurora. What the fuck? Oh, hier ist irgendwie ein Abgrund. Keine Ahnung, wo es da hingeht. Deswegen habe ich auch so geschrien. Wenn man in den Hintergrund sieht, sieht man auch voll die Aurora herabfallen. Ich weiß nicht, ob ich das mal einblende, aber... Ja, ich werde es vermutlich jetzt, während ich hier davonlaufe, mal einblenden. Ich sterbe! Tschüss! Mein Leben ist tot! Yay! Das interessiert wirklich voll viele hier unter diesem Part. Ja. Yep. Aber... Also ich versuch mal ein paar Glitches zu finden. Einen kenne ich noch. Ha! Ich bin ihm entkommen. Was sagt ihr? Bäh. Da ist er ja wieder. So. Dieser scheiß Vortex. Okay, ich glaube, ich muss mich ihm Mann gegen Mann stellen. Mann gegen Qual. Meine ich natürlich. Tod! Die Qual hier sind ja nicht zu verachten. Die sind wirklich nicht schlecht. Boah. Vor allem dieser I'm a Roland Typ. Der einen auf Walzer macht. Ich fand immer, das wäre so ähnlich wie die Walzer-Attacke. Von Pokémon, ihr wisst schon. Ha, schon wieder eine Sache, die Spectros von Pokémon geklaut hat. Töte das. Würden jetzt die Hater sagen. Aber es ist doch beides vom Publisher Nintendo. Nein. Publisher ist Nintendo. Ach so. Ja. Entwickler sind andere. Ach so, das meinst du, okay. Ja, das stimmt natürlich. Also darf man sich sowas erlauben? Nein, das hat mit dem Publisher nichts zu tun. Alter, anscheinend so ein ist hier drüben gar nichts. Also anscheinend ist hier drüben gar nichts. Oder zumindest habe ich noch nichts gefunden. Oh, es geht noch weiter. Das ist ja super. Dödödüm. Da unten Alter, sind auch so... Alter! Wo kommen eigentlich diese ganzen Wurzeln her? Sind da überall Bäume oder was? Irgendwo riesige Bäume, weil da überall Wurzeln sind? Und wo kommt eigentlich dieser Riss her? Oh mein Gott, ich stehe im Riss! Attacker-Typ! Unsere Spectrums, die nicht Corona sind, haben jetzt nur noch ein HP. Das ist natürlich super. Wenn wir mit denen kämpfen würden und sie kriegen einen... Sie kriegen ein bisschen Schaden, dann sind sie sofort tot. Ja, anscheinend gibt es hier wirklich nichts. Dann würde ich mal vorschlagen, wir gehen wieder zurück. So. Ah, und da ist ja noch ein Fuss. Ah, ich glaube jetzt auch mal ein Mineral aus. Vielleicht finden wir. Ich sagte ja, vielleicht finden wir ein neues, das wir noch nicht haben. In diesem Fall ein. Oh oh. Mineral, das einen Hut auf hat, sozusagen. Und zwar einen Hut aus einem Gesundheitsmineral. Ein Azurit-Mineral. Es ist zwar nicht Azurfarben, also blau, aber ist ja egal. Das heißt, hier gibt es schon die ganz harten Sachen. Wo ist das Niveau geblieben? Das Niveau versteckt sich irgendwo in Pakistan vor Eiblali. Ein Beryllmineral hebt das Niveau um unglaubliche 0,0001%.
Während das Angriff B-Mineral ungefähr gar nichts macht. Oh, das Kick King Bob um. Der ist Bobo. Ich King Bob ombe gleich dich. Oh, fuck me. Oh, hier gibt's eine schöne Rally, also wenn ihr versteht, was ich meine, so ähnlich wie in dieser Einsage, wo die durchgeladen sind und dann auf einmal sind die zwei Felswände zusammen. Nein! Doch! Mehr bessere Fails gibt's gerade nicht. Ich schlag durch ihn durch und spring daneben. Lol. Schade, dass du es nicht aufnimmst. Ja, ich treffe ihn nicht. Boah, ich habe ihn zum ersten Mal in meinem Leben getroffen. Yay, du hast ihn vorher noch nie getroffen? Doch, aber gerade macht er mich fertig. Ja Leute, wisst ihr was? Ich glaube, ich beende auch hier den Part und im nächsten Part schauen wir durch diese riesige Schlucht von keine Ahnung was. Bam. Gibt es dort also, vielleicht wieder einen weiteren Endboss? Tschüssi Leute, guckt demnächst vorbei, wenn es heißt Super Mario 64 auf meinem Kanal. Ja, du spiel mal lieber weiter dein Super Mario. Ich will den Controller töten. Ja, dann mach das bitte. Es wird sicher keiner ihn vermissen, dein Controller. Na dann, jedenfalls, bis zum nächsten Mal. Willst du auch noch was sagen? Außer, dass Leute dich abonnieren sollen und deine Videos schauen. Anscheinend nicht, na dann. Ciao.